Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Polperpiste A4 wartet auf bessere Zeiten. Vom DSDS-Finale direkt zum Zwickauer Frühlingsfest und es grünt so grün, Plauen im Frühlingskleid. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Tag aktuell vom Mittwoch. Am Dienstagvormittag hat die Polizei im Umfeld des Fundortes der Babyleiche vom 1. Juni 2017 abseits der Kirchberger Straße in Wilkau-Haslau Suchmaßnahmen durchgeführt. Hintergrund ist, dass seit dem Totschlagsprozess gegen die nunmehr 34-jährige Mutter des 2017 tot aufgefundenen Säuglings der dringende Verdacht besteht, dass die Frau auch im Jahr 2015 ein Kind zur Welt gebracht haben muss, von dem bislang jede Spur fehlt. Deswegen ermittelt auch in diesem Fall die Mordkommission der Polizeidirektion Zwickau. Und gestern haben entsprechend Suchmaßnahmen stattgefunden, nämlich genau dort an dem Punkt, wo im Juni 2017 das Baby gefunden wurde, was letzten Endes zu dem Prozess im vergangenen Jahr geführt hatte. Die Zwickauer Kriminalpolizei ist unterstützt worden durch einen Kriminaltechniker, zwei Diensthundeführer mit Leichenspürhunden und 50 Beamten der Bereitschaftspolizei, weil es doch ein relativ großer, nicht genau umgrenzter Bereich ist, der dort unter die Lupe genommen wurde. Und dort hat man eben nochmal geschaut, ob nicht vielleicht in dem Bereich, wo also schon einmal ein so trauriger Fund gemacht wurde, noch etwas weiteres zu finden ist, aber eben mit dem Erfolg, dass nichts gefunden wurde. Die Mordkommission wird bei entsprechenden Anhaltspunkten weiter ermitteln. Kommen wir nun zu unserem nächsten Filmbeitrag. Die A4 zwischen der Landesgrenze zu Thüringen und der Abfahrt Merane. Hier fahren die meisten entlang, die aus München oder Berlin nach Zwickau fahren wollen. In den vergangenen Monaten war dieser Autobahnabschnitt aber alles andere als eine gute Werbung für die Region. Der Beton hatte sich aufgelöst. Und es war die reinste Huckelpiste. Zwischen der Pleißebrücke bei Krimitschau und der Abfahrt Merane sollen die Schäden nun behoben werden. Die besonders kaputte rechte Spur ist bereits abgesperrt. Nur von einem Reparaturtrupp ist noch nichts zu sehen. Der rückt erst im Mai an und soll die Schäden bis September behoben haben. Wie lange die Einschränkungen auf der Gegenfahrbahn dauern werden, lässt sich bislang noch nicht genau sagen. In 3,5 Wochen beginnt das Zwickauer Frühlingsvolksfest. Die Schausteller wollen wieder eine ganze Menge auf die Beine stellen, um die Gäste auf dem Platz der Völkerfreundschaft zu begeistern. Dazu gehört auch das große Hexenfeuer mit Bühnenprogramm am 30. April mit einem Stargast, dessen Namen selbst die Veranstalter noch nicht kennen. Es gibt Veranstaltungen, um die wird man in ganz Deutschland beneidet. Und ein solcher Wurf ist auch den Veranstaltern des Frühlingsvolksfestes gelungen. Während zum Hexenbrennen das Feuer lodert, erleben die Gäste auf der Showbühne eine Premiere. Ja, kann man sagen. Da hat sich unser Lars Weinhardt wieder was ganz Tolles einfallen lassen, also Mitinhaber von XL Event, das ist ja unser Partner. Der hat diesmal es geschafft, den DSDS-Gewinner, der noch nicht feststeht, oder Gewinnerin, zu uns auf die Bühne zu holen. Das heißt, der erste Live-Auftritt vom DSDS-Gewinner oder Gewinnerin wird bei uns zum Hexenfeuer stattfinden. An diesem 30. April ebenfalls mit dabei Lisa Wohlgemuth und Bert Wollersheim. Doch auch an den anderen Tagen wird es sich lohnen, mal beim Frühlingsvolksfest vorbeizuschauen. Wer diesmal dabei ist, wird sicher die Qual der Wahl haben, denn das Angebot an Fahrgeschäften könnte andere Städte neidisch werden lassen. Wir sind diesmal ganz stolz, 17 Fahranlagen auf unserem Fest begrüßen zu dürfen. Das heißt, es sind 12 Großfahrgeschäfte dabei, 5 Kindergeschäfte und haben auch einige Highlights dann im Gastronomiebereich wieder, was dann neu sein wird. Ja, und was sind denn die Highlights bei den Fahrgeschäften, so die ganz großen? Highlights sind HyperX, das ist eine große verrückte Schaukel, das ist eher was für Jugendliche. Aviator, ein großes Flugkarussell, ein Kettenkarussell, was sich viele Meter in die Höhe schraubt. Und der Polyp, ein Klassiker auf den Volksfesten, aber lange nicht mehr zu Gast in Zwickau. Und da sind wir ganz stolz drauf, dass der wieder mal zu uns kommt. Auch das gastronomische Konzept der vergangenen Volksfeste soll diesmal fortgesetzt werden. Dazu gehört neben dem eigentlichen Angebot an Speisen und Getränken auch reichlich Platz, den die Besucher beim Essen und Trinken bekommen.
Ja, das gibt's wieder, auch wieder ausgedehnt. Zwei große Biergärten. In einem wird diesmal Deutschlands größter Foodtruck stehen, 16,5 Meter lang, mit Innenbereich zum Reinsetzen, zum Flanieren. Tolles Angebot, Cheese Steak Sandwiches und so weiter, also mal was ganz anderes. Und Ruhezonen gibt es auch 6 Stück, wo dann der Besucher sich auch zur Ruhe wieder setzen kann, hinsetzen kann, was essen, was trinken kann und einfach das Fest genießen darf. Ein nicht alltägliches Erlebnis hat der Zwickauer Schaustellerverband auch noch geplant. Die Besucher können sich auf dem Platz der Völkerfreundschaft auf ein Ballonglühen freuen. Ja, da haben wir unser großes traditionelles Musikfeuerwerk verschoben. Wir haben ja immer 2 Stück, eins am Anfang vom Fest, eins am Ende. Das haben wir in der Mitte vom Fest geschoben und haben am letzten Samstag ein großes Ballonglühen geplant, angeknüpft an dem großen Erfolg vom letzten Jahr, was die Stadt Zwickau da vom Stapel gelassen hat, haben wir gedacht, wollen wir weitermachen und versuchen mal, die Leute da bei uns auf dem Festplatz damit zu verzaubern. Das Zwickauer Frühlingsvolksfest beginnt am 26. April. Geöffnet ist täglich ab 14 Uhr. Der Frühling hält Einzug und die Spitzenstadt putzt sich heraus. In der vergangenen Woche wurde die Frühjahrsbepflanzung gestartet und nun sieht man in der Innenstadt schon überall Farbtupfer. Ein besonders auffälliger Blickfang sind die 3 Blumenpyramiden auf dem Postplatz mitten im Zentrum. Aber auch die üblichen Pflanzkübel erfreuen Auge und Gemüt. Der Umfang der Aktion ist mit dem der Vorjahre vergleichbar. Im Detail heißt das, gepflanzt wurden bzw. werden 160 Bellis, also Gänseblümchen, 80 Narzissen, 2400 Hyazinthen, exakt 2350 Stiefmütterchen und 150 Tulpen. In den Ortsteilen werden um die 500 Hornveilchen in Kübeln und Kästen gepflanzt. Summa summarum sind das 2.500 €. Im vergangenen Herbst wurden bereits 1.000 € in Form von Blumenzwiebeln in die Erde gesteckt. Einwohner und Gäste genießen das bunte Frühlingskleid. Bald werden auch die Springbrunnen der Stadt wieder sprudeln. Endlich Frühling. Werbung. Kennen Sie uns? Seit 17 Jahren machen wir ein Fass auf in Zwickau. Hohe Produktqualität und Freundlichkeit, das zeichnet uns aus. Unser Sortiment umfasst ein großes Angebot an Spirituosen, ausgesuchte Fassweine, eine gute Auswahl von Ölen und Essigen, eine kleine Feinkostecke und natürlich Flaschenweine. Auch vorgefertigte Präsente von klein bis groß finden Sie bei uns zu jeder Zeit. Wir führen regelmäßig Essig- und Öl-Workshops sowie Whisky-Verkostungen durch. Besuchen Sie uns in der Hauptstraße 30 bis 32. Wir freuen uns auf Sie. Jetzt Küche- und Designwochen. Hier finden Sie mehr Küche fürs Geld und beste Beratung von Ihrem Garant-Fachhändler. Jetzt bei Reko Möbel in Stolberg, Zönitzer Straße 10a. Reko Möbel. Wir lieben Möbel. Arbeit in der Region gesucht? Im Stellenmarkt bei TV Westsachsen fündig werden? Täglich in unserem Programm. Die
Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Man's Corner. Der Herren- und Gala-Ausstatter im Herzen von Zwickau. Seit 14 Jahren Ihr Ansprechpartner in Sachen Festbekleidung für Damen und Herren. Das Modefachgeschäft hält zudem hochwertige Casualwear und Freizeitbekleidung namhafter Marken wie Bogner und Jacob Cohen für den modebewussten Herren bereit. Man's Corner verfügt über ein eigenes Anzug- und Sakko-Design, kreiert vom Inhaber Ronny Scheibner persönlich. Auch im Bereich der Firmenausstattung hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht. Der Herren- und Gala-Ausstatter am Zwickauer Hauptmarkt bietet außerdem eine riesige Auswahl an Cocktail- und Abendkleidern an. Für das perfekte Ambiente bei der Anprobe sorgt hier die großzügige Gala-Lounge. Falls Änderungen nötig sind, egal ob bei Damen- oder Herrenmode, steht eine professionell arbeitende Schneiderin zur Seite. Man's Corner. Ihr Komplettausstatter für Herren- und Galamode am Hauptmarkt 3 in Zwickau. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Der Gasthof Giegengrün und das Giegengrüner Heimateck in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit seinen lebensgroßen, beweglichen Figuren, Kinderspielplatz und Biergarten ist immer einen Besuch wert. Der Gasthof Giegengrün ist täglich ab 11 Uhr geöffnet. Ihre Hochzeit oder Familienfeier im Festsaal wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Abholung oder Ausfahrt mit dem Oldtimer ist ein einzigartiges Geschenk für Ihren Jubilar. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten. Das ist das Besondere im Gasthof Giegengrün. Am Mittwochmorgen um 7.15 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Werdau-Langenhessen und Königswalde zu einer Rauchentwicklung in die St. Florianstraße gerufen. Vor Ort stellte sich eine Rauchentwicklung im Heizungskeller einer Tischlerei dar. Durch den Angriffstrupp konnte relativ schnell die Ursache gefunden werden. Der in Betrieb befindliche Heizkessel hat keinen richtigen Abzug über den Schornstein. Nach Entfernen des Brandgutes aus dem Kessel wurde der Raum belüftet und die Einsatzstelle an den Eigentümer sowie den Schornsteinfeger übergeben. Neben 32 Kameraden aus den drei Ortsfeuerwehren waren auch noch die Polizei und der Rettungsdienst mit im Einsatz. Am Donnerstag um 19 Uhr lädt das Martin-Luther-King-Zentrum alle Interessierten zu einer Diskussionsrunde ein. Im Fokus wird das geplante Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Großen Koalition stehen. Nach einem thematischen Vortrag von Thea und Bruno Johansson hat das Publikum die Möglichkeit, mit Dr. Martin Böttger, Kai Leonard sowie den Referenten darüber zu diskutieren. Insgesamt 7.600 Frühjahrsblüher setzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Garten- und Landschaftsbauunternehmens Gutsche in diesen Tagen im Auftrag der Stadtverwaltung Werdau ins Erdreich.
Den Auftakt machte das alljährlich beeindruckende Blumenmuster im Eingangsbereich des Werdauer Waldfriedhofes. Es folgen Pflanzschalen und Beete in Werdau und den Ortsteilen mit Stiefmütterchen, Hornpfeilchen und Tausendschönchen jeweils in verschiedenen Farben. Ebenfalls am Wochenende starteten die ersten Teams mit ihrem Frühjahrsputz in der Stadt. Am Samstag findet dann mit dem großen Frühjahrsflohmarkt die erste größere Veranstaltung seit dem Winterfest statt. Am 10. April soll dann der Osterbrunnen wieder seinen Platz vorm Rathaus einnehmen. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Der Erzgebirgszweigverein Zwickau lädt zum Frühlingskonzert am Sonntag in den Saal des Robert-Schumann-Konservatoriums ein. Das Motto lautet Frieda, wenn de Schwalbe kumme. Mit dabei sind das Kindertanzorchester des Konservatoriums, der Erzgebirgssänger Stefan Malsdorf und der Knappenchor des Steinkohlenbergbauvereins Zwickau. Beginn ist am Sonntag um 15 Uhr. Ein Tanzabend der Superlative erwartet alle jungen und jung gebliebenen Tanzpaare am 13. April im Konzert- und Ballhaus Neue Welt. Zu erleben ist die SWS Big Band Merane gemeinsam mit der Sängerin Marina von Stroganow sowie dem Sänger Manfred Rupp-Kalvis. Professionell und authentisch werden die Hits von Glenn Miller, Count Basie, Duke Ellington und vielen anderen der Swing-Ära sowie der Gegenwart zum Tanz präsentiert. Tickets für 22,50 Euro sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Werbung. Max Pechstein und der Tanz. Erstmals in einer Ausstellung in den Kunstsammlungen Zwickau, Max-Pechstein-Museum. Wie ein roter Faden zieht sich der Tanz durch das Werk des Zwickauer Expressionisten. Tauchen Sie ein in eine energiegeladene Schau mit packenden Werken Pechsteins. Vom 6. April bis zum 14. Juli. Begleitprogramm und weitere Informationen unter kunstsammlungen-zwickau.de. Wahre Stärke kommt von innen. Der neue Citroën C5 Aircross SUV. Der Comfort Class SUV. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Kommen Sie am 13. April zum 13. Planitzer Sektfrühstück. Über 20 Planitzer Firmen und Vereine laden Sie ein auf das Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Planitz in der Pestalozzi-Straße 1. Es erwartet Sie ein tolles Bühnenprogramm mit jeder Menge Spiel und Spaß. Informieren Sie sich bei guter Unterhaltung über die Angebote lokaler Aussteller und tun Sie gleichzeitig etwas Gutes. Der Erlös der Spenden kommt einer Planitzer Kindereinrichtung zugute. Das 13. Planitzer Sektfrühstück. Am 13. April von 10 bis 14 Uhr. Ich trainiere gerne im Sportpark, weil das Umfeld und das Trainingsklima hier einfach familiär ist. Es ist ständig jemand da, professionelle Hilfe. Wenn das Gewicht doch mal zu schwer wird, ist ein Trainer da und hilft dir. Ich habe damals angefangen zu trainieren, weil ich mich selbst nicht mehr wohlgefühlt habe. Und der Sportpark ist für mich die erste Wahl. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Sie suchen dringend Mitarbeiter und Auszubildende? Sie haben alles versucht, aber hatten keinen Erfolg? Wir haben die Lösung. Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Du bist interessiert an Großraum- und Schwertransporten und hast Bock, richtig große Autos zu fahren. Mit einem Clip im Stellen- und Ausbildungsmarkt bei TV Westsachsen erhöhen Sie mit uns Ihre Aufmerksamkeit. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gern. Thank you.
das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Freiheit. Eure Verbindung ist Pure. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Der Sportlerball des Landkreises Zwickau und des Kreissportbundes Zwickau präsentiert zur Sportlerehrung Jahr für Jahr auch einen Prominenten aus dem Bereich des Sports. Moderator Marc Huster, ehemaliger Weltmeister und Silbermedaillengewinner im Gewichtheben bei Olympischen Spielen, kündigte zum diesjährigen, dem mittlerweile 7. Sportlerball als Promi, eine national wie international erfolgreiche Sportlerin der Region an. Mit Christine Gierig kam die deutsche Hallenmeisterin im Dreisprung, erfolgreiche Teilnehmerin an Europa- und Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Gierig ehrte unter anderem die jeweils Podestplatzierten des Votings zum besten Sportler des Jahres 2018. Zwischen Ehrungen, Smalltalks und Autogrammeschreiben gab sie TV Westsachsen ein Exklusivinterview. Nachdem sich die deutsche Dreisprung-Rekordhalterin beim Abschlusstraining bei der Hallen-EM eine Knieverletzung zugezogen hatte, war es überhaupt toll, sie im Interview zu haben. Was macht die Verletzung? Der geht's wieder sehr gut. Ich bin jetzt 2 Wochen im Trainingslager in Portugal gewesen. Da hatte ich genügend Zeit, um das auszukurieren und stehe mittlerweile wieder ganz normal im Trainingsalltag. Ja, vor 13 Jahren ja mit dem Dreisprung begonnen. Warum eigentlich gleich Dreisprung und nicht irgendwas anderes? Oder gab es vorher was anderes? Ja, ich hatte eigentlich mit Hoch- und Weitsprung angefangen. Weitsprung, es war mir einfach zu langweilig und Hochsprung war ich zu klein. Und dann hatte ich zu Hause in der Diamond League geschaut, wo ich den Christian Olsen gesehen habe und bin dann anschließend zum Training gefahren und ja, habe meinem Trainer gesagt, ich habe Christian Olsen gesehen und das, was er macht, möchte ich auch machen. Und wir haben das probiert und das hat wunderbar geklappt. Und es war einfach so ein gutes Gefühl, dass ich genau wusste, entweder das oder gar nichts. Hoch- und Weitsprung, das trifft sich ja. Ich verrate jetzt schon mal was. Die Erstplatzierte ist Hoch- und Weitspringerin. In der AKW 40 Senioren springt sie 4,91 weit und 1,50 hoch. Deine Bestleistung in der Disziplin 6,21 und 6,46 in der Halle. Schätz mal so ein, die ist W40. Wie schätzt du ihre Leistung ein? Ja, für W40, also erstmal Respekt an der Stelle, dass man sich dann überhaupt noch für die Leichtathletik interessiert. Ich persönlich, ich glaube nicht, dass ich noch so lange machen werde. Aber ja, es ist ein gutes Ergebnis. Ich freue mich immer, wenn Jung und Alt sich immer noch für die Leichtathletik interessieren und sich begeistern können. Und ja, finde ich eine super Sache. Respekt an der Leistung. Du hast vor kurzem deinen Sprungrhythmus umgestellt. Warum jetzt rechts, rechts, links? Und erklär mal, was da der Unterschied ist und warum du es umgestellt hast. Ja, genau. Also ich bin jetzt in die vergangenen 7 Jahre rechts, rechts, links gesprungen. Wir haben jetzt auf links, links, rechts gestellt. Ja, ich bin einfach der Meinung, dass man ab und an so einen Stereotypen durchbrechen muss. Wir haben einfach im Training gemerkt, dass es nicht mehr alles so läuft, wie wir uns das eigentlich vorgestellt hatten. Und es gab einfach ein paar technische Probleme, die wir einfach mit Training nicht mehr verbessern konnten. Und ja, ich bin damals durch Angela Geier einfach sehr gut ausgebildet worden in meiner Jugend. Und ich hatte es immer im Blut, einfach beide Seiten springen zu können. Und der Trainer hat einfach gesagt, Kiri, komm, wir versuchen es einfach. Und ja, es ist mit einem deutschen Rekord geendet in der Halle. Und ja, wir lassen uns überraschen, was jetzt noch weiterkommt. Und ich denke, da geht auf jeden Fall noch was. Das klingt ja gut. Und da frage ich gleich mal hinten dran, was macht Christine Gierisch am 3. August diesen Jahres um 16 Uhr? Oh, das ist eine sehr gute Frage. 3. August. Das sind deutsche Meisterschaften und genau 16 Uhr geht der Dreisprung los. Ja, was ich da machen werde? Ich werde mein Bestes geben, so weit wie möglich springen, den Titel mir mal wiederholen. Es macht einfach Spaß, Gold zu gewinnen, bin ich ganz ehrlich. Und es sollte jetzt auch mein Anspruch sein. Ja,
Also zumindest in Deutschland ist das vielleicht noch ein bisschen einfacher als auf internationalem Parkett. Die Hallen-EM ist Geschichte, leider ohne Gierisch. Was steht denn außer der deutschen Meisterschaft dieses Jahr noch an? Ja, dieses Jahr finden relativ spät die Weltmeisterschaften in Doha und Katar an. Es ist für uns alle, glaube ich, eine ganz andere Herausforderung dieses Jahr, weil einfach alles so sehr spät ist. Es ist aber einfach mal wieder was Neues. Man kann sich probieren, es sind neue Herausforderungen, der Wettkampfrhythmus ist komplett verschoben. Und ja, Ziel ist auf jeden Fall, ins Finale zu springen, ganz klar. Also da brauche ich mich auch nicht verstecken. Ich denke, ich liege jetzt momentan noch auf Platz 6 der Weltrangliste. Und wenn man das bestätigen kann, dann denke ich, können wir alle zufrieden sein. Eben, es ist ein sehr später Zeitpunkt, Ende September, Anfang Oktober. Aber ich denke, der eigentliche Lichtblick geht schon viel, viel weiter. Ich nehme an, der geht Richtung Tokio. Ja, definitiv. Also ich werde in dem Jahr 30, 2020. Ist aber für mich dennoch, ja, das muss man einfach noch mitnehmen. Ich habe Rio erlebt und ich habe einfach gesagt, ich möchte noch eine zweite Spiele einfach erleben. Und ja, Tokio, ich glaube, ja, die Japaner, die können das. Die wissen genau, wie man das alles verperfektioniert. Und ja, ich freue mich schon auf dieses Ereignis. Ja, man blickt nicht nur auf dieses Jahr, sondern schaut ein bisschen voraus. Wir schauen mal ein bisschen privat. Du bist Polizeimeisterin, arbeitest bei der Bundespolizei. Was, wie, wo, was machst du da genau? Ja, also ich habe ganz normal die Ausbildung gemacht, über 4 Jahre, habe 2016 meinen Abschluss gemacht, im Februar, genau. Und ja, seitdem bin ich von der Polizei freigestellt. Wir haben eigentlich nur die Präsentationsaufgaben und machen einmal im Jahr ein Praktikum für 4 Wochen. Was ich immer in Chemnitz gemacht habe bisher am Bahnhof. Ich fühle mich dort sehr wohl, ich habe dort sehr nette Kollegen. Habe aber auch gesagt, dass ich mich als Polizeimeisterin sehe, also gar keine Frage. Ich bin mit Leib und Seele Polizistin und ich werde es auch bleiben. Und mache jetzt freiwillig quasi einmal in der Woche einfach eine Spätschicht mit, immer mittwochs. Und ja, man reist dann auch einfach so ein bisschen durch die Dienstgruppen und hat nochmal anderes Empfinden und ist so nochmal unterwegs. Und ja, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man vom Leistungssport immer mal so ein bisschen abkommt und einfach für den Kopf mal was anderes keine macht. Angst, das geht noch nicht los. Ja, vom Leistungssport abkommen, gibt es denn überhaupt Zeit für Hobbys? Natürlich. Ja, man darf sich natürlich, man hat einfach ganz viel zu tun mit dem Sport, gar keine Frage. Aber ich bin auch einfach, sehr aktiv. Ich spiele gern Squash, ich gehe schwimmen, ich gehe Badminton spielen. Also ich mache einfach so gern viel. Ich gehe aber auch einfach nur mal Kaffee trinken mit Freunden oder ja, shoppen, was eine Frau ja sowieso mal gerne macht. Ja, natürlich, man findet die Zeit immer. Ja, nochmal zurück zur Gala. Du hast gerade Hobbys aufgezählt, die auch in Richtung Sport gehen. Heute Abend ist ja Tanzen, Radsport, Trampolinturnen, Bogenschießen, Tischtennis und Geräteturnen auf dem Podest. Ich verrate das schon mal. Was wäre denn von den aufgezählten auch noch was, wo du sagst, könnte ich mir auch mal vorstellen? Also ich glaube, ich bin prinzipiell schon eher ein Mensch, der gerne neue Sachen ausprobiert und auch Sachen, wo man vielleicht weiß, da ist man nicht so gut drin. Ich würde jetzt speziell als Bogenschießen denken. Ich glaube, so eine ruhige Hand, das fehlt mir manchmal, so Konzentrationsschwäche. Könnte man mal ausprobieren, aber auch Trampolinspringen. Ich finde das einfach super interessant, wie sich da die Luft hochkatapultieren und dann immer wieder auf der gleichen Linie landen. Also sehr beeindruckend auf jeden Fall. Gut, dann bedanke ich mich erstmal an der Stelle für das Interview, wünsche einen angenehmen Abend und natürlich alles Gute für Berlin, Doha und Tokio. Vielen lieben Dank, Dankeschön. In der Landesliga der Frauen musste der DFC Westsachsen-Zwickau bei Mogono Leipzig eine 4:2-Niederlage hinnehmen. Dieser Punktverlust der Muldestädterinnen und das blamable 2:11 von Jößnitz zu Hause gegen Phoenix Leipzig sah die Vogtländerinnen wieder auf dem Abstiegsplatz. Jößnitz kann die Tabelle nun wieder gerade rücken. Sie treffen kommenden Sonntag ebenfalls zu Hause auf genanntes Mogono-Team und können bei einem Dreier bis auf Platz 8 und damit einem Nicht-Abstiegsplatz klettern. Der Reichenbacher FC siegt bei der Lok in Zwickau mit 2:1, entführt 3 Punkte und scheint mit den Abstiegsplätzen nichts mehr zu tun zu haben. Lok Zwickau schwächelt mit dieser Niederlage erneut und hat sich aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet. Die im Aufwärtstrend befindlichen Meraner halten trotz des 1:2 bei der Germania in Chemnitz Tabellenplatz 8. Oesnitz holt gegen Tannetalheim mit dem 1:1 einen wichtigen Punkt gegen den Abstieg und wird es in Merane schwer haben nachzulegen. Bleibt noch der FSV Treuen. Der holte bei der Concordia in Schneeberg immerhin ein 1:1. Nun kommt der VfB Annaberg, gegen den hinsichtlich des Abstiegs mit einem Heimdreier einiges an Boden gewonnen werden kann. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Zauberwelten, dem einzigartigen Blumenladen seit 10 Jahren in Zwickau. Zauber von Anfang an. Der Donnerstag beginnt sonnig. Im Laufe des Nachmittags verdichtet sich die Bewölkung und es kann gebietsweise regnen.
Gegen Abend sind auch einzelne Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen Werte um 19 Grad. Und die Aussichten, der Freitag ist wolkenverhangen. In der ersten Tageshälfte kann es auch Niederschläge geben. Dazu bekommen wir maximal 11 Grad. Der Samstag hält einen Mix aus Sonne und Wolken und Höchstwerte um 16 Grad bereit. Und auch am Sonntag zeigt der Himmel über Westsachsen eine wechselnde Bewölkung bei maximal 14 Grad. Und damit kommen wir zur Pollenflugvorhersage. Derzeit sind die Pollen von Pappel und Weide mäßig in der Luft vertreten. Das war's auch schon wieder von Ihrem Abendmagazin Tag aktuell. Ich bedanke mich fürs Einschalten, wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und bis morgen.